Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein. Aber ich habe gegen die Erdbeermaus Karten gespielt und ein Erdbeermarmeladebrot gewonnen. Das kann ich dir schenken. Und Honig, den suchst du am besten dort, wo Blumen sind. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Der Müller gab ihm ein Erdbeermarmeladebrot, die beiden verabschiedeten sich und Tom machte sich auf die Suche nach Honig. Auf der Blumenwiese traf er eine Biene, die ganz schlapp herumsaß. Hey Biene, was sitzt du hier so schlapp herum? Oh Mann, ich sammle hier schon den ganzen Tag Nektar. Kein Wunder, dass ich so schlapp bin. Hilf du mir doch, dann geht's schneller. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Der Biene beim Nektarsammeln zu helfen, war für Tom überhaupt keine Arbeit, sondern eher ein Vergnügen. Nach einer Weile trafen sie auf eine Biene, die ganz schlapp herumsaß. Hey Biene, warum sitzt du hier so schlapp herum? Oh Mann, ich sammle hier schon den ganzen Tag Nektar. Kein Wunder, dass ich so schlapp bin. Hilf du mir doch, dann geht's schneller. Ist doch eine wunderbare Idee. Zwei Bienen gleichzeitig beim Nektarsammeln zu helfen, war für Tom schon nicht mehr so einfach. Da trafen sie auf eine Biene, die ganz schlapp herumsaß. Hey Biene, lass mich raten, warum du hier so schlapp herumsitzt. Na, weil ich hungrig bin. Außerdem sammle ich hier schon den ganzen Tag Nektar. Kein Wunder, dass ich so schlapp bin. Hilf du mir doch, dann geht's schneller. Wie war das doch gleich? Wunderbare Idee. Drei Bienen gleichzeitig beim Nektar sammeln zu helfen, brachte Tom richtig ins Schwitzen. Wow, mein Eimer ist voll. Wow, meiner auch. Prima, wenn man einen Kumpel hat. Also dann vielen Dank und tschüss. Also dann vielen Dank und tschüss. Ruh doch mal ein bisschen aus. Sag mal, Tom, was sitzt hier so schlapp herum? Warum ich hier so schlapp herumsitze? Na, weil ich schon den ganzen Tag für euch Bienen Nektar sammle. Morgens Nektar sammeln, abends Nektar sammeln. Ich frag mich, was ihr eigentlich mit all dem Nektar macht. Na, den verarbeiten wir zu Honig. Guck so. Hurra! Honig! Vielen Dank! Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihm so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Er verbrachte noch den ganzen Tag auf der Blumenwiese und war wunschlos glücklich.